Hallo, ist Philipp mit der neuen Ausgabe Philipps Meinung und heute soll es ein bisschen um die sozialen Medien gehen und da würde ich mir drei Bereiche anschauen. Ich habe mir zu drei Bereichen Gedanken gemacht. Auslöser war ein bisschen die Netflix-Dokumentation, die ich auch gleich nochmal verlinken werde. Aber das erste wäre deswegen auch die Gesellschaft und das Individuum, was die sozialen Medien da machen. Und das zweite, soziale Medien als Aktien. Und das dritte, was auch soziale Medien jetzt mit der Aktienboom oder für Privatanleger, was das für eine Rolle spielt und welche positiven und negativen Effekte es da gibt. Einfach so ein bisschen mal Gedanken teilen. Ne? Also, ich bin ja auch Lateiner und da heißt es Dosis Venenum Fazit. Also, die Dosis macht das Gift. Soziale Medien sind eine große Chance. Man kann mit neuen Ideen konfrontiert werden, man kann mit Leuten Kontakt halten oder man kann auf neue Sachen kommen. Ja? Also, zum Beispiel, meine Frau arbeitet ja bei Amazon und kleines Geheimnis, ein Freund, also oder Bekannter hat auf Facebook gepostet, der bei Amazon gearbeitet hat, dass die Leute suchen. Und ich habe einfach, ohne ihr es zu sagen, den Lebenslauf dahin geschickt mit 2, 3 Zeilen und sie ein bisschen, sag ich mal, mehr beworben, als es vielleicht sie selber das kann. Ja, Frauen verkaufen sie oft und manchmal nicht immer so gut. Und ich wusste natürlich, dass sie schon daran interessiert war, aber das hat dann geklappt und wurde angerufen, hat es natürlich dann auch alles hinbekommen. Aber so Sachen können halt oft soziale Medien ganz gut oder Wohnungssuche etc. oder auch Aktienideen. Aber wenn man sich halt diese Netflix-Doku anschaut, es hat natürlich auch viele negative Effekte. Ja, es macht ein bisschen süchtig, das merke ich auch an mir selber, so mein einziger Laster, dass man oft halt irgendwie nachschaut und diese ganzen Notifikationen und es ist nicht so einfach, sich davon loszumachen. Ja, ich tue zum Beispiel nachts das Handy, habe ich nicht mehr am Bett, sondern lasse es irgendwie in der Küche laden. Also natürlich noch das Tablet zum Lesen, aber zumindest ist eine Sache da mal weg. Und dass man halt auch versucht, es weniger zu machen. Bei mir ist es natürlich besonders schwierig, da ich halt auch mit sozialen Medien viel arbeite. Ja. Also heutzutage als Jugendlicher sicherlich auch nicht einfach, denn man kriegt ja irgendwie mit, wenn die anderen, wenn man vielleicht nicht drin ist, kriegt man es ja viel mehr mit, wenn die anderen eine Party haben oder, sag ich mal, digitales Mobbing ist sicherlich höher als das Alte. Und wir leben halt auch alle so ein bisschen in dieses Filterblasen-Thema. Ja. Das gibt es ja auch schon länger, aber ich glaube, man hat es lange unterschätzt. Und jeder wird so ein bisschen in seinen eigenen Meinungen immer bestärkt, weil er kriegt ja immer nur, sag ich mal, Content vorgeschlagen, der eh zu ihm passt. Ja, wenn ich halt immer irgendwie Trump-Sachen like, dann kriege ich halt irgendwann immer nur noch das und ich muss mich mit gar nicht mehr anderen Meinungen auseinandersetzen. Und das hat große Auswirkungen. Ja, also Trump wäre ohne soziale Medien zum Beispiel nicht möglich gewesen. Das zweite wären jetzt soziale Medien und die Börse. Das sind ja oft eine der besten Investments gewesen. Warum? Ja, weil der Content oder die Inhalte erstellen sich von selbst. Ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen mehr moderieren, aber zum Beispiel Facebook macht pro Kunde, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, gleich viel oder mehr Umsatz als Netflix und sie müssen die Inhalte halt nicht machen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und plus ich habe halt diese ganzen Netzwerkeffekte, wenn für einen bestimmten Zweck die Leute auf einer Plattform sind, dann wechseln sie so schnell nicht. Ich finde zum Beispiel Twitter eigentlich furchtbar, ja, von Usability und so, aber es ist immer noch da, ja, selbst Xing ist noch da, wobei da hätte ich echt gedacht, dass die sich nicht so lange halten, weil sie halt das kleinere Netzwerk gegenüber LinkedIn sind und es halt auch das gefährliche Netzwerke sind, winner takes it all. Businesses. Wenn sie dann mal etabliert sind, dass sie einfach sehr, sehr stark sind. Ja? Und früher hat man gedacht, es gibt vielleicht einen Raum für 1, 2 soziale Netzwerke. Jetzt haben wir so viele für jeden Zweck. Ja? Und es sind alles keine schlechten Investments gewesen, aber es kann sich halt auch sehr, sehr schnell ändern, welches Netzwerk da manchmal angesagt ist, vor allem wenn sie nicht so groß sind. Oder, sag ich mal, eher so Modethema belegen. Ja. Ich habe auch mal für Holzbrink gearbeitet und den hat der StudiVZ gehört. Und die hatten mal die Möglichkeit, für einen guten Prozentanteil von Facebook das zu tauschen. Haben sie nicht gemacht. Und dieser Anteil wäre heute ein Vielfaches vom Holzbrink-Konzern wert. Und StudiVZ selber
ist gar nichts mehr wert, weil sie halt dann die Nummer 2 war. Ne? Und dann sieht man, wie schnell sich das halt ändert. Das ist anders halt als in der Old Economy. Da können halt Werte sich vervielfachen in Monaten, aber halt auch gegen Null gehen. Deswegen finde ich es trotzdem interessant zum Investieren, weil halt die Chancen nach oben sehr, sehr groß sind und auch Finanzzahlen da nicht so aussagekräftig sind. Am Anfang muss man auch viel auf Traffic und Produkt schauen und sowas versteht auf die Wall Street nicht so. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Ja. Vielleicht atme ich jetzt wieder so ein bisschen mehr, wie es letzte Mal gesagt worden ist. Davor war es nach unten. Das war ein bisschen einfacher. Und jetzt das dritte Thema, bleibe ich am besten mal stehen, genießen wir die spanische Sonne, sind natürlich die sozialen Medien und Börse und Aktien. Und ich finde es toll, dass sich immer mehr Leute darüber informieren. Ja, und ich glaube, auch die YouTuber, die da schon länger dabei sind, haben da auch einen guten Job gemacht, die Basics da zu erklären. Ich bin ja, habe das schon mal 2016 damit experimentiert, war damals ganz, ganz klein. Und wenn man sich die alten Videos anschaut, war es wirklich nur so ein Nebenprojekt von dem Blog. Aber die, die damals angefangen haben, sind ja heute wirklich auch groß. Und auch wenn ich nicht mit allen Sachen da übereinstimme, haben die da einen guten Job gemacht. Aber jetzt merkt man halt auch langsam, dass immer mehr so Sachen aufpoppen. Vor allem von Leuten, die entweder überhaupt nicht aus dem Bereich kommen und vielleicht seit einem halben Jahr oder Jahr Aktien machen oder seit März. Ja. Und oft ist es halt dann, also entweder, und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, vor allem wenn sich Leute dann auf diese Sachen verlassen oder auch so eine Herdenthematik entsteht. Ja. Und diese Eintrittsbarrieren sind natürlich auch sehr, sehr niedrig. Ne? Also jeder, was ich auch mal sehe, schauen sich Leute 3 Videos an, fassen das irgendwie zusammen, was sie da gesehen haben und machen ein neues Video zu mit der gleichen Aussage, kopieren sich da gegenseitig. Dann denken viele Zuschauer, ja, das passt ja, alle haben die gleichen Meinungen. Was natürlich auch wieder gefährlich ist, aber manchmal ist es vielleicht nur eine Meinung oft kopiert. Und gerade wenn dann, das kommt dann das nächste Thema zum Tragen, was ich auch bei mir selber beobachte. Aber YouTube ist bei mir ja nur ein Teil. Also anders als bei den anderen, das Hauptwichtigste bei mir ist Eigeninvestments. Dann Wikifolios vielleicht und dann irgendwie YouTube. Deswegen, für mich ist ja YouTube auch ein Research-Kanal. Trotzdem ist natürlich, wenn du dich sehr nüchtern mit einer Aktie auseinandersetzt, die vielleicht spannend ist, die aber keiner kennt, kriegst du weniger Klicks. Ja, da hast du entweder 2 Möglichkeiten. Du machst mehr Aktien, die mehr bekannt sind. Oder du machst halt auch dieses Clickbaiting, jetzt nicht in dem Umfang, aber halt auch mehr. Ja, und das sieht man halt dann gerade die neuen Kanäle, die dann irgendwie sagen, ja, Tenbecker hier, Verzehnfachung, ohne dass sie wahrscheinlich je eine Aktie hatten, die sich verzehnfacht hat. Und die Leute klicken dann drauf, gerade Unerfahrene. Und es kann dann auch mal böse enden. Aber kann natürlich kurzfristig auch zu so einem Sogeffekt sorgen. Ja. Also da ist auch wieder, wie immer, gibt es viel Positives. Man kann sich über sozialen Medien umsonst oder sehr, sehr günstig mit guten Experten oder Bildung sich weiterbilden. Aber man muss sich das dann auch ein bisschen überlegen, weil es entsteht halt auch schnell diese Herdenthematik und es kann halt auch stressen. Ja, also ich mache zum Beispiel auf Instagram, schaue ich nie rein mit Aktien, weil irgendwie 5 Aktien für das oder wenn ich nochmal irgend so ein TikTok-Ding ist, hättest du mal vor 2 Jahren irgendwas, ja, das ist einfach für mich komplett sinnbefreit. Also ich hatte schon ein paar so Aktien, aber das macht die Leute einfach nur sag ich mal, unglücklich und das sehe ich auch nicht so gut. Ne? Das ist so eure Meinung zu den Themen soziale Medien für Individuum, Gesellschaft, für Aktien, aber auch für die aktuelle Börsenszene. Gerne kommentieren. Wie gesagt, waren jetzt einfach so ein bisschen so meine Gedanken, die ich mir zu diesem Thema gemacht habe.